Hallo YouTube. Jetzt wollen wir noch mal erfahren, ob wir irgendwie da reinkommen. Türknauf ist weg. Ein bisschen was haben wir schon ausprobiert. Die Figur haben wir noch nicht ausprobiert. Es wird nicht klappen. Schade. Dann probieren wir doch mal von hinten nach vorne durch. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Irgendwas müssen wir ja haben, was da uns helfen kann. Okay, finden wir mal raus, ob Türen mit Kreditkarten aufmachen nur eine weitere Hollywood-Lüge ist. Bingo. Das hätte ich jetzt nie ausprobiert, wenn ich es nicht von hinten nach vorne ausmachen wollte. Oh, dieser Bastard. Wollte. Ich dachte immer, ich hätte das größere Zimmer. Lol. Lol. Was ist denn das alles? Lol. Bücher und Zeugs. Das Zeugs ist mir lieber. Ziemlich klein für den Prinzen des Kosmos. Kann man das mitnehmen? Nein, braucht. Okay. Ein klassischer Schlüssel. Der schließt nichts auf, der ist nur Deko. Aha. Das Ding ermöglicht Zeitreisen. Sagt man ihm. Sagt man ihm. Fluxkompensator. Ja klar, würde ich machen, wenn der echt wäre. Die vollendete Mischung aus Eleganz und Charisma. Genau wie ich. Kannst du den mitnehmen? Brauche ich nicht. Okay. Bücher und noch mehr Bücher. Willst du Bücher? Naja, Bücher willst du sowieso Mortys nicht. Literaturgeschmack interessiert mich nicht. Okay. Da ist so einiges, ne? Das ist doch so ein richtiger Sammler hier. Mr. Schäfer? Der Flügel vom fetten Engel. Bewegt sich nicht. Okay. Die Statue kann ich nicht tragen. Bist zu schwach für, ne? Büsten von Schurken. Hübsche Sammlung hat er da. Die kann ich nicht mitnehmen. Kannst du alle nicht mitnehmen, ne? Mortimers Holzscheit. Kannst du den mitnehmen? Dieser verdammte Irre. Ich wette, das ist alles Teil seines exzentrischen Sicherheitssystems. Sentry Mode activated. Ehrlich gesagt brauche ich sowas nicht. Okay. Ah. Das ist das Schloss. Zu? Versiegelt. Und der Fernseher? Das ist ja mal ein Fernseher. Bin nicht stark genug. Was? Die oberste Schublade? Nur eine Schublade. Da rührt sich nichts. Okay. Mist, ist abgeschlossen. Die auch? Geht nicht, ist abgeschlossen. Wie wär's? Funktioniert das? Ha! Wie? Knöpfe. Okay. Mist, ist abgeschlossen. Da rührt sich nichts. Hä? Ach. Okay. Da stehen Bücher raus. Ich glaube, ich verstehe es so, ne? Rätsel kenne ich. Mist, ist geschlossen. Ach so, okay. Mortys Literaturgeschmack interessiert mich. Nein. Das Buch. Und das Buch. Haha, yo. Das ist ja mal ein geiles Rätsel. Der ist eingedrückt, ne? Ja, toll. Ich kann nur raten. Dann nehme ich jetzt auch das Grüne als erstes, oder? Ist das jetzt auf oder ist das jetzt alles zugegangen? Geht nicht, ist abgeschlossen. Oh, geil.
Rätsel, mathematische Rätsel, logische Rätsel. Alles geil. Okay, da komme ich durch. Das war eben schon mal ganz cool. Das als erstes. Das war ja noch richtig. Das ist das gute Symbol, gute Geräusch. Ich jetzt den nehme. Das durfte ich eben nicht als erstes. Machen wir die gleiche Reihenfolge. Das hörte sich gut an. Dann gibt es ja jetzt nur noch einen blauen. Ich weiß nicht mal, wofür das ist. Jetzt haben wir kein rotes Buch mehr. Nehmen wir trotzdem von oben nach unten. Müsste ja hoffentlich funktionieren. Hey. Und jetzt? Was ist jetzt offen? Geht nicht, ist abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Kriege ich nicht auf. Aha. Okay. Ach, da unten. Nicht gesehen. Cool. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Dann kann das ja nur dafür sein. Jetzt gehörst du mir, mein Schatz. Klare Sache. Eine authentische Millennium Aha. Enterprise. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Lol. Cool. Okay. Ich weiß genau, wo ich hin will. Andale, ab zur U-Bahn. Und ab zur Sci-Fi-Con. Weil für so eine Miniatur kriegt man ja viel Geld. Weiß nicht, ob ich das. Was ist denn mit dem los? Nette Con, ne? Für dich vielleicht. Gott! Ah! Was zur Hölle ist los mit dir? Du siehst aus, als wenn du stirbst oder sowas. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Was ist passiert, Alter? Oh, der Hotdog-Verkäufer. Er hat versucht, mich zu vergiften. Echt? Ich hatte Hunger, okay? Und ich kann Schokolade nicht leiden. Also habe ich dem Typen einen Hotdog abgekauft und... Oh, großer Gott! Okay. Und, wie kann ich helfen? Leg den Wichser um. Sehr gern, aber ich glaube, das übersteigt meine Kompetenzen. Dann nützt du mir nichts, Kleiner. Soll ich dir einen Krankenwagen rufen? Nein, ich mag keine Krankenwagen. Sind mir zu laut und haben keinen Stil. Dein Ernst? Du siehst aus, als wenn du gleich den Löffel abgibst. Du brauchst Hilfe. Was ich brauche, ist ein scheiß Kaffee. Oh! Kaffee. Wozu denn Kaffee? Gott, ist das nicht offensichtlich? Der Hotdog hätte mich fast umgebracht. Ich habe einen Knoten im Magen. Und das heißt, alles muss raus. Kapiert, aber... warum denn nicht einfach ein Abführmittel? Hast du welches? Naja, nein, aber ich könnte sicher improvisieren. Ich brauche nur ein paar ausgewählte Zutaten. Gott, ich liebe das. Nein, 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 keine ausgeflippten Experimente. Ich brauche einfach nur einen verdammten Kaffee. Alles klar, schon verstanden, aber ich glaube, hier gibt's keine Kaffeemaschinen in der Nähe. Ich meine, hier sind reichlich Nerds, die dringend auf die Fresse brauchen, aber keine Kaffeemaschinen. Der blöde Wichser hat einen Becher. Welcher von den vielen? Der Hotdog-Typ. Glückwunsch, Lödi. Dann frag ihn doch einfach. Ist schließlich ein Notfall und so. Hab ich. Aber er... Oh, wollt ihr mir nicht geben.
Blöd gelaufen. Nicht nur, dass er mir diesen höllischen Hotdog verkauft hat, nein, er will mir auch keinen... Oh Gott, Kaffee geben! Okay, okay, ich sehe, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Ich habe hier diese Miniatur, falls du interessiert bist. Ist das die Millennium Enterprise? Bist du etwa auch noch blind geworden? Natürlich ist das eine Millennium Enterprise. Collector's Edition, wenn ich das hinzufügen darf. Ich gehe hier noch drauf. Verstehe, naja, also niemand sollte von dieser Welt gehen, ohne so eine zu besitzen. Pass auf. Ich bin ein großer Track Wars-Fan. Track Wars. Schon seit ich ein Kind war und ich wollte immer so eine haben. Aber... Ja. Aber jetzt gerade leide ich unaussprechliche Schmerzen. So kann ich keine Geschäfte machen. Ich brauche Hilfe. Okay, okay. Bin gleich wieder da. Such einen Security-Typen. Sag ihm, dass mich jemand vergiften will. Aber ich meine... Bist du sicher? Was, wenn es nicht seine Schuld war? Mach schon! Okay. Na schön, aber nur fürs Protokoll. Das ist nicht der optimale Weg, einen Gefallen zu erbitten. Meine derzeitige Grobschlächtigkeit ist durch die reißenden Schmerzen durchaus entschuldbar. Und das ist auch der einzige Grund, wieso ich dir vergeben werde. Kann man mit dem reden? Hey, wie läuft's, Kumpel? Nicht so gut. Sieht aus, als wenn die Nerds ihr Geld alle für Scheiße ausgeben. Geht also eher schleppend, ja? Hab erst einen Hotdog verkauft. An diesen einen Typen, Mel. Ja, ich weiß. Und er sagt, dein Essen ist der Grund, wieso er dabei ist, seine inneren Organe auszukotzen. Unmöglich. Ich verkaufe nur feinstes Fleisch. Feinstes Pferdefleisch. Hör mal, ich glaub dir, aber irgendwas geht hier vor. Der Typ windet sich vor Schmerzen und es ging ihm gut, bevor er was von dir gegessen hat. Wenn das eine Art Trick ist, um einen Gratis-Hotdog abzustauben. Mit der Versuch. Aber keine Chance. Könnte ich diesen Becher Kaffee da haben? Du auch noch? Pass auf, Kleiner. Das ist mein Kaffee. Und den brauche ich, um diesen Zirkus hier auszuhalten. Aber Mel braucht ihn wirklich. Ja, ich weiß, dass dieser Mel den auch haben wollte. Der hat mich schon gefragt. Und das nicht gerade höflich, wenn du weißt, was ich meine. Aber versteh doch, bei ihm muss alles raus. Und das sofort. Mir doch egal. War nicht mein Hotdog, der ihm das angetan hat. So viel ist mal sicher. Und ich gebe meinen Kaffee keinem so groben Kerl. Das ist mein Kaffee. Alles klar? Klar. Meinst du wirklich, dass es so eine gute Idee war, hierher zu kommen? Man hat mir gesagt, dass dieser Hotdog-Junkie hier wäre. Und er ist gut für mein Geschäft. Guter alter Murray. Ganz genau. Aber er hat Schicht am Eingang und da darf ich meinen Wagen nicht hinstellen. Also hänge ich hier fest. Aber mal ehrlich, ich hätte gedacht, bei so einer Veranstaltung gäbe es mehr verfressene Fettsäcke. Ja, schon blöd, wenn keine fetten Leute da sind. Fetten Witze sind auch gleich viel lustiger, wenn jemand dabei ist, den es beleidigt. Okay. Tja, dann... Okay, wie krieg ich den Kaffee? Was? Willst du gar nichts kaufen? Nicht mal nach all dem Smalltalk? Hat er mit keinem Wort erwähnt, dass ich das will. Okay, dann hau mal ab! Wie krieg ich den Kaffee für Mel? Kann ich mit Mary reden? Hey, Mary, wir haben hier einen Code Brown. Was? Jemand hat versucht, den Pfandleiher zu vergiften. Ist das wahr? Bei sowas Ernsten würde ich nie lügen. Verstehe. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich fürchte, da musst du dich an jemanden anders wenden. Oh, das glaube ich ja jetzt nicht. Ich dachte immer, sie wären jemand, der für das Wohl aller einsteht. Ich kann aber auch nicht einfach die Tür unbewacht lassen, Kleiner. Aber erzähl mir genau, was passiert ist. Mel sagt, es war der Hotdog-Typ. Was? Es gibt hier einen Hotdog-Verkäufer? Sie sind ja plötzlich ganz hin und weg. Der muss wohl früh hier angekommen sein. Hab ihn gar nicht einkommen sehen. Ja, kann schon sein. Keine Ahnung. Schon seltsam. Ich rieche gar nichts. Und wenn es um Würstchen geht, bin ich wie ein Bluthund. Ja, okay. Hallo, Mary. Eigentlich haben wir gerade über einen sehr ernsten Fall von Vergiftung gesprochen. Ah, ja, natürlich. Dem werde ich auf den Grund gehen. Sobald ich meinen Posten hier verlassen kann, nehme ich die Ermittlung auf.
Das ist mein Murray. Aber trödeln Sie nicht, der arme Mel platzt gleich. Geht klar. Okay. Jetzt ist Mel weg. Warum ist Mel jetzt weg? Besetztes Lazarett? Ah, Mel? Besetzte Latrine. Bist du da drin? Ich hoffe, du bist der Tod. Und hier, um mich von meinem Leiden zu lösen. Noch besser. Ich bin's, Randall. Wer? Ja. Der Kurier von Emerson Express. Wir haben vor einer Weile über deine Magenprobleme geredet. Ah, klar. Der Millennium Enterprise-Typ. Ja, das bin ich. Klasse. Hast du meinen Kaffee? Naja. Nein. Dann hau wieder ab. Oh! Ich brauche absolute Konzentration und dafür muss ich allein sein. Ja, ist gut. Wollte nur sagen, dass ich den Cops gesagt habe, was los ist. Oh Gott. Wenn du damit die Pussy am Eingang meinst, bin ich wohl gefickt. Na komm, gib Murray eine Chance. Dass er so ein Depp ist, macht ihn so charismatisch. Oh, egal, Kleiner. Komm einfach nicht wieder, wenn du keinen scheiß Kaffee dabei hast. Oh. Ich werde mein Bestes tun. Nein. Da ist Murray. Okay. Ab auf dem Klo. Ah, Murray. Kann ich mir den jetzt holen? Kleiner Finger. Oh, kommt von meinem Sch. Okay. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Was? Sind Sie hier, um den seltsamen Fall des vergifteten Würstchens zu untersuchen oder stopfen Sie sich einfach nur voll? Das kränkt mich, Kleiner. Ich bin ein absoluter Profi. Ich habe herumgeschnüffelt. Verstehe. Und was haben Sie rausgefunden? Dass von nun an Hot Dogs mit extra Chili meine neue Lieblingssorte sind. Ich wusste, die würden Ihnen gefallen, Officer. Oh, halt doch die Klappe, du Arschkriecher. Es gibt hier keinen Fall, Junge. Ich weiß nicht, was deinen Freund krank gemacht hat, aber es war nicht das Essen dieses netten Herrn. So viel ist sicher. Außerdem, er verkauft nur das feinste Fleisch. Okay. Alle seine Produkte haben ein Zertifikat. Pferdefleisch. Und die kann man unmöglich fälschen. Sie sind sogar datiert. Tut mir leid. Okay, aber das hier ist noch nicht vorbei. Worauf warten Sie denn noch? Verhaften Sie den Typen. Warum sollte ich das? Er macht die besten Hotdogs der Stadt. Danke, Officer. Abends, Karafas. Aber er wollte Mel vergiften. Worauf basiert diese Anschuldigung? Es gibt keine Beweise. Und wenn es die gäbe, würde ich sie auch essen. Der war gut, Officer. Danke. Klasse. Ich glaube, Sie sind voreingenommen, was diese Untersuchung angeht. Ich sagte dir schon, ich bin ein Profi. Aber hier stinkt wirklich nichts. Was soll ich also machen? Ich weiß auch nicht, Murray. Das ist Ihr Job. Ordern Sie Spürhunde oder ein SWAT-Team. Warum? Woher soll ich das wissen? Ich mache hier nur Vorschläge. Es gibt keinerlei Beweis, dass dieser Mann schlechte Hotdogs verkauft. Ich kann nichts weiter tun. Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen am Arsch. Ich gebe diese Ermittlung nicht auf, selbst wenn Sie mir die Dienstaufsicht auf den Hals setzen. Probier's. Ich gehe der Sache auf den Grund, auch wenn ich dabei meine Marke riskiere. Verdammt nochmal. Wir sind Männer des Gesetzes, Murray. Herrgott. Ich schon. Das ist ein Freak. Oh, stimmt. Scheiße. Ich hab genug von dieser Farce. Ich hau ab. Ja, mach was du willst. Genau, mach, dass du wegkommst. Du verärgerst meinen guten Freund Officer. Was probieren wir denn? Hab ich nicht gesagt, Arschkriecher haben die Klappe zu halten? Wir haben hier doch noch was. Also, was sagen Sie denn zum Zustand dieses Hotdogs? Komm schon, Kleiner. Den hast du nicht von mir. Das kann ich ja bis hierhin riechen. Mit dir rede ich nicht. Was denken Sie, Officer Murray? Ich stimme dem guten Mann zu. Ich bezweifle sehr, dass der von hier ist. Ach, wirklich? Was ist dann mit dem Echtheitszertifikat? Was?
Zeig mal her! Nochmal, mit dir rede ich nicht, kapiert? Das ist Ihr Zertifikat, mein Freund. Unmöglich! Ich weiß, was hier vorgeht. Ja. Ich wette, der kleine Drecksack hat vor ein paar Tagen was bei mir gekauft und will uns jetzt weismachen, dass mein Fleisch alt ist. Seine Brechstange mitgebracht, ja. Prüfen Sie doch das Datum, Murray. Niemals. Das ist von heute. Bazinga! Da hast du's, Arschgesicht. Aber... Wer ist dein Daddy? Aber... Randall ist es. Wer ist dein Daddy? Randall ist es. Ganz genau. Okay. Langsamer gibt das hier alles einen Sinn. Aber das kann nicht sein. Ich bin sicher, dass ich diesem Trottel nichts verkauft habe. Tut mir leid, mein Freund. Aber das hier sieht ernst aus. Ich fürchte, Sie müssen mit mir aufs Revier kommen. Das glaube ich auch. Ich auch nicht. Das ist nicht fair. Ich habe nichts getan. Ja. Erzähl's dem Richter. Schalalalalalalala. Sie können mich doch dafür nicht verhaften. Kommen Sie schon, Officer. Wie wär's mit einem aufs Haus? Mit extra Chili. Das ist doch Ihre Lieblingssorte, oder? Bitte, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Murray, lassen Sie mich jetzt nicht im Stich. Officer Murray, Sie wissen, dass ich unschuldig bin. Ja. Erzählen Sie das dem Richter. Was? Richtig so. Das ist mein Murray. Das ist noch nicht vorbei. Ich hol meinen Anwalt. Der wird meinen Namen reinwaschen. Sie können holen, wen auch immer Sie wollen. Vom Revier aus. Das ist super. Ich werde gleich mal Mel die gute Nachricht überbringen. So. Dann geh mal zurück. Dann habe ich gleich wahrscheinlich auch Kaffee, hoffentlich. Hallo? Oh, ja? Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du offiziell gerecht worden bist. Hast du den Hotdog-Bastard umgelegt? Noch besser. Ich habe ihn verhaften lassen. Und wie zur Hölle hilft mir das? Weiß nicht. Sei doch einfach glücklich darüber. Er war schuldig und wurde erwischt. Das System funktioniert. Der Typ hat... Na, Tämchen ist auch da, ja. Hat doch mal gar nichts gemacht. Ach du Chef, was? Ich will damit sagen, es war nicht sein Hotdog, von dem ihr schlecht wurde. Der war eigentlich echt lecker. Oh, du verarschst mich jetzt, oder? Nein, ouch. Mir ist schlecht, weil ich mir einen von diesen Mercury-Cola-Kuchen gemacht habe. Die machen immer schwerwiegende interne Probleme. Warum zum Geier hast du dann dem armen Hotdog-Mann die Schuld gegeben? Jeder weiß, dass seine Hotdogs die Bombe sind. Und dank dir werde ich jetzt keinen mehr probieren können. Sorry, Kleiner. Aber Kaffee ist das Einzige, das den Schmerz lindern kann. Und der Bastard wollte mir seinen nicht geben. Das war's auch schon. Ich würde es dir gern übel nehmen, aber um ehrlich zu sein, habe ich schlimmere Dinge getan, um heute hier zu sein. Schön für dich. Tut mir trotzdem leid. Aber ich brauche jetzt etwas Privatsphäre. Genug Gerede. Okay. Viel Spaß noch. Den hat er da drauf. Man hört ihm richtig an. Also theoretisch müsste doch der Kaffee da jetzt alleine stehen, ne? Ja. Guten Tag, ich bin der Hotdog-Verkäufer Wendell. So, wie es aber weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.